In einigen Bundesländern gibt es ja bereits Sommerferien und so sind auch nicht wenige in den Urlaub gefahren, manche im Inland, manche im Ausland. Und ich hoffe, dass diejenigen, die schon in den Ferien sind, auch die Zeit gut genießen können und nutzen können. Wir wollen in diesem Video derweil mal wieder auf die Corona-Pandemie in Deutschland blicken und uns die aktuellen Zahlenwerte anschauen. Die Zahlenwerte geben den Stand vom 12. Juli 2020 wieder. Nun schauen wir doch mal an, wie sich zum einen die Gesamtzahl der Infektionsfälle entwickelt hat im Laufe der Woche und dann auch, wie sich die Zahl der geschätzt Genesenen verändert hat. In Blau also die Gesamtzahl der bis dato nachgewiesenen Infektionsfälle mit bzw. an Covid-19. Da haben wir zu diesem Sonntag die Zahl 198.804 vom RKI übermittelt bekommen. Wenn wir schauen, wie sich das im Laufe der Woche entwickelt hat, also vergleichen wir das mal mit dem Wert vom letzten Sonntag, dann sehen wir, dass das ein Anstieg um 2.469 Fälle ist. Und wenn wir hier rechts einmal die Entwicklung der vergangenen Wochen sehen, dann ist dieser Wert eine Verbesserung zum einen im Vergleich zum Wert von letzter Woche und zum anderen ist das einer der niedrigsten Werte, die wir hier sehen können. Also die Infektionszunahme bzw. die Anzahl an neuen Infektionsfällen ist in dieser Woche verhältnismäßig wieder geringer gewesen. Ja, wenn wir auf die geschätzt Genesenen blicken, dann hat die Zahl auch zugenommen von 181.700 hinauf auf 184.600. Wir können aber trotzdem mal jetzt eine Sache machen, bevor wir zu den aktiven Infektionsfällen gehen, nämlich mal zu schauen, wie ist denn der Anstieg eigentlich aktuell verglichen mit dem Gesamtverlauf der Pandemie? Denn was wir hier in dieser Grafik sehen, ist ja klar ein Anstieg, der zum Beispiel hier in dieser Phase stärker war als hier oben, aber die Frage ist doch, ist das jetzt relativ viel oder relativ wenig im Vergleich zu anderen Zeiten der Corona-Pandemie? Und da finden wir eine Antwort, wenn wir hier auf diese Grafik blicken, die den Verlauf der Gesamtfälle an Infektionsfällen seit dem 24. Februar zeigt. Und da sehen wir klar, da gab es diesen massiven Anstieg im Laufe des Märzes mit dem Peak Anfang April und dann flachte ja die Kurve ab. Allerdings, was man sehen kann und ich denke und hoffe, dass man es erkennen kann, ist, dass die Kurve jetzt zuletzt so im Juni zum Beispiel gar nicht mehr weiter abgeflacht ist, sondern sie sieht fast schon aus wie eine lineare Funktion, also ein relativ gleichmäßiges Wachstum weiter nach oben. Immerhin, es ist kein Anstieg, wie er im März vorgelegen hat, aber die Kurve, wie ihr sehen könnt, flacht nicht weiter ab. Und demzufolge, ja, bleibt es spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Und vor allen Dingen wird es ja dann fraglich und interessant werden, wenn es Richtung Herbst und Winter gehen wird, wie sich dann das Infektionsgeschehen in Deutschland verändern wird. Schauen wir auf die aktiven Erkrankungen. Das heißt, man nimmt die Gesamtzahl der Infektionsfälle und zieht davon die geschätzt Genesenen ab und davon dann die Todesfälle. Dann sehen wir, kommen wir beim 12. Juli auf eine Zahl von 5.141 und das ist ein Minus von knapp 500 im Vergleich zur letzten Woche, also zum letzten Sonntag. Im Vergleich zum Samstag allerdings ist es ein leichter Anstieg, aber kein dramatischer. Wenn wir den Verlauf hier seit Ende Mai sehen, dann können wir erblicken, ist das, was wir aktuell an aktiven Erkrankungen haben, mit der niedrigste Stand in diesem Zeitraum. Die Tiefstwerte hatte man ja so in etwa Mitte Juni gehabt. Dann kam ja der Anstieg, das müsste hier schon die Sache mit Tönnies sein. Und ja, es ist jetzt zuletzt aber wieder nach unten gegangen und es hat sich entspannt. Ja, apropos Tönnies und damit die Erhöhung der Zahl der Erkrankten. Der Landkreis Gütersloh hat zwar immer noch den schlechtesten Wert aller Landkreise und kreisfreien Städte, was die Infektionsfälle der letzten 7 Tage gemessen auf 100.000 Einwohnern betrifft, das ist 26,1. Aber der Wert ist schon jetzt deutlich nach unten abgesunken. In der Spitzenzeit lag der ja mal im dreistelligen Bereich. Also da sind Erfolge zu verzeichnen. Und wenn das so weitergehen wird, dann wird der Landkreis Gütersloh auch nächste Woche nicht mehr beim RKI orange eingefärbt sein, sondern nur noch schwach gelb. Ja, hier sehen wir jetzt die Zahlenwerte zu den einzelnen Bundesländern bezüglich der letzten 7 Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohnern, also die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Achtung, die Zahlenwerte, die wir hier sehen können, die geben den Stand vom gestrigen Samstag an. Schauen wir zunächst einmal auf die schlimmsten Bundesländer. Das sind diese Woche Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Letzte Woche waren es Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern in dieser Reihenfolge.
Da hat sich also nichts getan. Interessant ist zu schauen, was hat sich an den Zahlenwerten verändert. Berlin ist jetzt die Nummer 1, allerdings lag der Wert letzten Samstag bei 6,0, also den Samstag davor, am 4. Juli, lag der Wert bei 6,0. Der ist also gesunken. In Nordrhein-Westfalen ist der Wert von 6,3 auf 4,8 abgesunken. Also auch hier ein positiver Trend. In Bayern dagegen ist der Wert angestiegen von 2,9 auf 3,6. Dahinter kommt jetzt Hessen, das ist ja mein Bundesland. Da ist der Wert angestiegen von 2,6 auf 3,0. So richtig toll ist die Entwicklung also in Hessen zuletzt nicht gewesen. Auch wenn 3,0 verhältnismäßig zwar jetzt hoch ist auf Deutschland gerechnet, aber wenn man bedenkt, dass manche Bundesländer auch schon einen zweistelligen Wert zeitweise hatten, ist das natürlich noch relativ niedrig. Trotzdem sollte man ein Auge darauf werfen, wie es weitergehen wird. Zum Beispiel eine entgegengesetzte, ja, Richtung hat Rheinland-Pfalz eingeschlagen von 2,5 letzte Woche. Damit war man auf dem 5. Rang, ist der Wert ja jetzt auf 1,4 abgefallen. Und unser lange gehegtes Sorgenkind Bremen ist von 2,3 auf 2,0 abgesunken. Also eine sehr schöne Entwicklung zuletzt, die sich da in der Hansestadt abgespielt hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich wieder schauen, wo sind denn die Infektionsfälle gemessen an der 7-Tage-Inzidenz am niedrigsten, in welchen Bundesländern ist es denn am besten. Da haben wir einmal das Saarland auf dem 14. Rang mit 0,7. Das ist ein Anstieg um 0,3 allerdings im Vergleich zum 4. Juli. Dann haben wir hier Sachsen mit 0,3. Da ist der Wert gesunken von 0,4 eben. Und ja, den Vogel abgeschossen sozusagen hat Mecklenburg-Vorpommern, denn in den letzten 7 Tagen, gemessen vom gestrigen Samstag, gab es keinen einzigen Neuinfektionsfall. Das heißt, die Neuinfektionsrate und die 7-Tage-Inzidenz beträgt damit 0,0. Das ist natürlich awesome, wie man sagen könnte, also sehr grandios in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, schauen wir jetzt noch auf die Todesfälle. Die sind im Laufe der Woche auch angestiegen von 9.012 auf 9.063. Allerdings sehen wir im Verlauf der Wochen ist ja die Todeszahl doch kontinuierlich abgesunken. Erst in den schwachen dreistelligen Bereich, dann in den zweistelligen Bereich und die Zahl der Todesfälle ist im Vergleich zum letzten Sonntag nochmal ein bisschen abgesunken von 55 auf 51. Und auch hier kann man sich einmal den Blick erlauben auf die Gesamtentwicklung der Todesfälle und da mal auf die Kurve blicken. Und da sehen wir, die ist tatsächlich gut abgeflacht und sie sieht auch noch jetzt ziemlich gut und abflachend aus. Und insofern also ist diese Kurve eine sehr gute Kurve. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und dann geht es nächsten Mittwoch weiter mit einem Video zu Thüringen, zur Landtagswahl 2021. Da wird es mal Zeit, dass wir mal wieder schauen, was sich denn im Laufe der Corona-Pandemie da an Umfrageergebnissen und Umfragewerten getan hat. Das schon mal als kleine Preview auf Mittwoch. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal ciao, ciao und tschüss.